Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einer weiteren Folge Todsünden beim Basketball. Und ich habe nachgeschaut. Ich habe zu diesem Thema schon mal ein Video gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, schon gut 4-5 Jahre her. Respektlose Fans hieß das im Anhang. Ne? Das hier ist jetzt Folge 31. Aber das zu derzeitigen Zeit, ihr wisst schon, muss da mal nochmal ein Video her, weil so viele Vorfälle mittlerweile, jetzt gerade aktuell, wo ich mir echt denke, what the fuck, was ist mit den Leuten eigentlich kaputt? Ne? Bekamen die Quarantäne nicht gut oder ist es das Internet oder sind die einfach so ein bisschen geistlich verwirrt oder abgefuckt? Ich weiß es nicht. Ne? Wir fangen mal an mit dem noch harmlosesten, wie ich finde, ne, dem Vorfall. Russell Westbrook geht in die Umkleide, weil er verletzt ist, ne, und dann ist ein Fan von oben, der Popcorn auf ihn runterschüttet. Ne. Hier irgendwo ist es verlinkt. Ey, hast du es falsch schon? Es ist eine asslige Aktion, gell? Das ist auch schon, wo man denkt, hey, wieso macht man sowas? Gell? Was musst du echt innerlich für einen Hass haben gegen diesen Spieler, dass du sowas machst? Ne? Natürlich so Hardcore-Fans, so vielleicht auch so eine Hassliebe. Ja, okay, aus Hassliebe machst du es vielleicht nicht. Du musst da, das ist auch eine Charaktersache, wenn du sowas machst. Ne? Wenn du charakterlich irgendwie einem Spieler irgendwie was anhaben willst, ne, bist du einfach charakterlich ein armes Schwein. Wie willst du es sonst noch sagen? Also da stimmt mit dir selber irgendwas nicht. Ne? Da hast du selber irgendwelche Probleme, bei denen dir wahrscheinlich keiner helfen kann oder du dir auch nicht helfen lassen willst. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich absolut nicht, wieso man so etwas tut. Ne? Das war jetzt echt noch der harmloseste Vorfall. Ne? Westbrook, ganz schön abgegangen. Ne? Westbrook hätte man mal laufen lassen sollen. Ah, okay, er hätte ja nicht gewusst, wer es war. Das ist ja das andere. Hier im Videoding, Beweis am Ende, hat man es noch gesehen, wer es war. Ne? Ich weiß aber nicht, ob derjenige eine Strafe bekommen hat oder so. Habe ich nichts gelesen, würde mich interessieren. Vielleicht weiß es jemand, dann gerne einen Kommentar da lassen. Der erste Vorfall. Dann der nächste Vorfall war das Spiel Atlanta Hawks gegen New York Knicks. Ich glaube, in New York war das. Da wurde Trae Young von hinten von einem Fan angerotzt. Ich weiß gar nicht, ob ihn wirklich erwischt hat am Arm oder so. Wenn, dann hat es Trae Young gar nicht gemerkt, weil du siehst nicht, dass er hinfasst oder hinschaut oder sonst was. Nein. Was ihr da noch in dem Video seht, 50 Cent sitzt da daneben und seine Freundin. Seine Freundin tut auch so angewidert, die wurde anscheinend ein bisschen getroffen irgendwie. Ne? 50 Cent bekommt das nicht mit, weil 50 Cent hätte sich vielleicht umgedreht und bam, Motherfucker. Aber wer weiß das schon, ne? 50 Cent ist auch ruhiger geworden wahrscheinlich. Nein, das ist auch, ey, wieso um alles in der Welt spuckst du den an? Ne? Vor allem denke ich mir, der Typ ist in der zweiten Reihe. Der sitzt in der zweiten Reihe von dem Playoff-Spiel, Alter. Und hat echt nichts Besseres zu tun, als den Spieler anzuspucken. Wie asozial, ekelhaft, abgefuckt. Ne? Vor allem noch von hinten, ja? So richtig feige. Anspucken sowieso absolut ekelhaft. Ne? Aber zum Beispiel, da denke ich jetzt noch an eine aktuellere Szene. Rajon Rondo spuckt da Chris Paul ins Gesicht, so, aber so ganz so klein. Habt ihr das gesehen? Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ist das auch eine Todsünde? Du darfst den Gegenspieler nicht anspucken. Das ist natürlich auch ekelhaft und macht man nicht. Aber Rondo hat wenigstens noch die Eier und spuckt ihm von Gesicht zu Gesicht. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist noch, der macht es nicht hinterrücks so. Nicht so feige. Ja, Mann. Der Fan, der gespuckt hat, wurde erwischt. Anzeige weiß ich nicht. Jedenfalls darf er nie wieder sein Leben lang in die Halle der New York Knicks. Lebenslanges Hausverbot. Finde ich richtig, oder? Hat der verdient. Ich meine, ja, assi. Und wie dumm einfach, ne? Vor allem wie dumm. Jetzt hat man echt das Privileg schon, in die Halle zu dürfen, endlich wieder sich sowas live anzuschauen. Die Halle ist ja eh nicht ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viele da teilweise rein dürfen. Es sind nicht viele. Dann hast du das Glück, darfst da rein, weil du entweder die Connection hast oder einfach einen Arsch voll Kohle. Wie ich den Typen jetzt so einschätzen würde, wahrscheinlich hat er einen Arsch voll Kohle, weil Connections durchs Karma irgendwie hat er nicht verdient. Hätte er, glaube ich, so nicht bekommen. Wer so assi drauf ist, ne? Das ist, ja, aber wer weiß das schon. Keine Ahnung, da habe ich keine Infos. Ich weiß nur, er darf nicht mehr in die Halle. Finde ich gut so. Dann der nächste Vorfall, der eigentlich krassere Vorfall, der echt krass enden hätte können, war Kyrie Irving. Brooklyn Nets gegen Boston in der Halle von den Celtics. Am Ende
ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche war, das habe ich nur jetzt auch im Kopf, weil ich es gesagt habe. Kyrie Irving geht in die Halle, in die Mitte und tritt mit seinem Fuß so aufs Maskottchen. So, also nicht jetzt aufs echte Maskottchen, sondern auf den Hallenboden, wo halt dieser Wicht, wie heißt denn das Logo von den Boston Celtics, das ist ein kleiner Kobold. Kein Wicht, Kobold. Da tritt er halt mit dem Fuß so ein bisschen drauf, das sieht man. Ey, das fand ich auch sehr witzig. Du hast da gemerkt, er hat einen kleinen inneren Hass auf Boston. So, ah, fickt euch, so eine Art, ne? Und ich weiß aber nicht, ob das mit der Szene zu tun hat, dass der Fan dann so angepisst war. Jedenfalls, der Fan hatte auch ein Boston-Trikot an. Und die Brooklyn Nets verlassen die Halle und dann siehst du halt echt eine Flasche fliegen. Die Flasche trifft Irving nicht, er bekommt es gar nicht so richtig mit, anscheinend. Aber sie fliegt an ihm vorbei. Ich weiß nicht, wo er gerade mit Gedanken war. Trifft ihn nicht. War anscheinend auch nur eine Plastikflasche. Aber jetzt mal so. Da schmeißt einer, weiß ich nicht, von 5 oder 10 Meter Entfernung eine volle Wasserflasche. War nur eine kleine. Da kann man mit Faktoren kommen, wo man sagt, ja, Mike, das war nicht so schlimm. Hat er nicht getroffen, war kein Glas. Und ja, na komm, Mike, das ist schon okay. Kann man natürlich sagen. Meiner Meinung nach, nein, Mann. Das bringst du nicht. Ey, vor allem der Typ hat das einfach so ins Leere geschmissen. Vor allem, was schmeißt er noch, ne? Er hat ja nur gerade diese Plastikflasche in der Hand gehabt. Was würde der noch schmeißen, wenn er was anderes in der Hand hätte? Oder wenn er dann getroffen hätte? Weißt du, was ich meine? So eine Glasflasche von 15 Meter Entfernung. Das kann fei ordentlich mehr als wehtun. Weißt du, was ich meine? Macht man einfach nicht. Was für ein Asozialer. Der wurde auch geschnappt, weil zum Glück wird ja alles gefilmt in diesen Hallen. Finde ich das sehr gut. Und er hat eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung, auch wenn er ihn nicht getroffen hat. Finde ich persönlich richtig, weil sowas machst du nicht. Was für ein scheiß Assi. Und auch wieder das Ding, ey, da hast du das Privileg, dass du in die Halle darfst und dann machst du so einen Scheiß. Wie charakterlich, was für ein Arschloch bist du? Weißt du, was für ein Assi bist du denn? Da fehlen mir echt die Worte. Verstehe ich nicht. Verstehst du? Wenn es halt noch so wirklich darum geht, den Spieler wirklich persönlich zu verletzen. Verletzen zu wollen. Wieso hätte er sonst die Flasche geschmissen? Wieso schmeißt man eine Flasche auf jemanden? Hä? Frag dich das mal selber. Ich persönlich weiß es nicht. Also, wenn, dann müsstest du einen unglaublichen Hass auf denjenigen haben. Aber diesen Hass, den bekommen erstmal, dass du sowas machst. Und ja, Anzeige bekommen, finde ich richtig auf jeden Fall, weil du weißt ja nicht, wie es ausgehen hätte können, wenn. Die Aktion alleine macht man einfach nicht. Ne, Mann, das macht man nicht. Und natürlich auch lebenslanges Hausverbot in die Halle der Boston Celtics. Ja, Mann. Gut, finde ich nicht schlecht. Wenn der Typ sich ja noch drüber beschwert oder wundert, häufig so, ich habe da keinen getroffen. Ne? Wahrscheinlich wundert sich aber auch der ein oder andere jetzt danach, wieso hat der eine Anzeige gekriegt? Der hat doch nichts gemacht, war ja keine Waffe. So ging es aber auch, so wurde es irgendwie im Protokoll festgehalten, mit einer gefährlichen Waffe hat er halt versucht, ihn zu verletzen. Ne? Eine Plastikwasserflasche. Kann man natürlich jetzt wieder hinstellen, aber Mike, das ist ja keine wichtige, richtige Waffe, ist doch ungefährlich, das tut doch ein bisschen weh, das ist schon okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann jeder sehen, wie er will. Das noch, und heute Nacht war auch noch ein Fan, jetzt habe ich vergessen, wo es war. Jedenfalls rennt der mitten aufs Spielfeld und haut einmal ans Backboard. Also, das finde ich noch, das ist so ein Flitzer, ne? Das ist so Flitzer, finde ich noch für sich okay, die Schaden so gesehen keinen, außer sie sind wirklich nackt und ekelhaft, dass man sie nicht ansehen will, so zum Beispiel, weißt du, oder die haben eine Wette verloren oder sonst was, der hat nichts gemacht, der ist einfach nur aufs Spielfeld gelaufen, ist ans Backboard gesprungen, hat da einmal hingeklatscht und dann hat sich ein Security auf ihn gestürzt und vorbei war es. Klar, man weiß auch nicht, was hätte der noch gemacht, wie geistesverwirrt ist der, dass der nicht zurechnungsfähig ist und sonst was, das ist auch wieder so ein Ding, das weißt du bei den Leuten heutzutage echt nicht, das weißt du echt nicht, wie die Leute heute noch verrückt drauf sind, du weißt es nicht, ey, mittlerweile ist echt alles möglich, vor allem das in diesem kurzen Abstand, diese 4 Aktionen sind jetzt, glaube ich, in 2 Wochen passiert, kann das sein, in 2 Wochen, während die Playoffs, ja, schon, wer weiß, was noch kommt, die, total irre, ich weiß nicht, da denkst echt, was stimmt mit den Leuten nicht? Der eine oder andere würde sagen, ja, die sind geimpft, das ist klar, die ticken aus. Hab ich nicht gesagt, war wer anders, das war jemand anders. Nein, keine Ahnung, bisschen Spaß muss sein, finde ich, ihr wisst schon. Nein, man kann echt gespannt sein, was heißt gespannt sein, es ist eigentlich traurig, erschreckend eigentlich. Da möchte man nicht gespannt sein und hoffen, dass irgendwas anderes passiert, sonst wäre es, nein, Mann, das ist echt fuck. Aber ich befürchte es fast, weil die Playoffs gehen noch nicht so lange, daher die Leute ticken erst richtig aus.
so schlecht war es dann so gesehen auch gar nicht, dass man gar nicht in die Halle durfte, die Fans. Das ist krass, Alter. Es ist schön, dass endlich wieder Fans da sind, dass die Spieler vor Fans spielen dürfen. Dann gehen die Fans so assi ab, ne? Diese schwarzen Schafe gibt es natürlich immer wieder. Was willst du machen? Du kannst ja nicht... Das weißt du ja vorher nicht. Du weißt ja vorher nicht, wer ein bisschen dumm im Kopf ist und wer nicht. Ja, das findest du halt erst hinterher raus. Einfach krass, gell? Also, Feedback geben, eure Meinung. Wie findet ihr das Ganze... wenn ihr auch so einer seid, so ein Fan, der sagt, hey, scheiß drauf, Plastikflasche werfen, ja, ist geil, dann gibt man einen Daumen nach unten, damit wir es alle sehen, wie viel es davon gibt. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.